Wunderschön. Guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, der 7. November. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns jetzt auf unseren alltäglichen DAX Trade vor. Es ist 8.50 Uhr. Wir haben noch 3 Minuten bis zur Order-Eingabe. Wir haben eine Trading Range von 50,50 Punkten, also mehr als gestern Vormittag. Die Wahlen sind auch mehr oder weniger liegen hinter uns. Die Märkte haben ein wenig darauf reagiert. Wir hatten heute Morgen das Hoch bei 11.561 Zählern, das Tief bei 11.510. Und wir holen die Box mal raus und ich würde die Box heute hier platzieren. Auch wenn wir den Daily Pivot vor uns haben. Eine andere Alternative wäre hier oben. Da sind wir aber ziemlich weit entfernt. Also bleibt die Bewegung hier. Andersrum wäre das so, dass wir sagen, hier auf das Tief 11.510 und dann würden wir bei 95 Short gehen. Das wäre dann schon fast ein Big Number Trade. Ja, also schauen wir mal, ob die Wahl die richtige ist. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. So, 8.54 Uhr und wir schalten scharf. Es ist jetzt also amtlich. Wir gehen long bei 11.526 und Short gehen wir bei 11.511. So, es ist 9 Uhr und es geht los heute ohne Glocke. Wir sind noch nicht ausgeführt. Wir sehen der Kurs. Wir haben unsere Order liegen noch. Jetzt sind wir in dem Moment sind wir ausgeführt. Long. Take Profit liegt hier bei 34, da muss der Markt hin. Fehlt noch ein wenig, die Gegenorder ist jetzt schon multipliziert von dem von der Swissbox. Der Markt kommt also hier aus dieser Range nicht raus. 11.526 aktuell gehandelt. So, noch 2-3 Punkte brauchen wir. Wir lassen es mal laufen. Im Live-Trading-Raum wird schon gesagt, die UK, also der FTSE ist schon im Gewinn. So, jetzt fehlt nur noch ein Punkt und wir sind raus. Gewinnziel erreicht und ich zeichne den Trade kurz mal ein. So, Trade Nummer 481 jetzt und wir machen jetzt im Live-Training-Raum weiter. Wir sind hier long gegangen, da draußen. Ja, wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen dann wieder.